Ob mein hässlicher Köter immer noch Angst vor Plakaten hatte, fragte mich neulich ein Kommentator. Und Ellie schaut hier gerade drüber, weil da ein Hund auf der anderen Seite ist. Nein, vor Plakaten hat sie keine Angst. Und der Kommentar war natürlich dazu gedacht, um mich zu kränken, zu verletzen, zu provozieren. Ich habe höflich nachgefragt, ob er gute Tipps für die Hundeerziehung hat. Und das ist dann meistens auch dann das Ende einer uninteressant gewordenen Konversation. Sascha Lobo hat eine Kolumne für den Spiegel geschrieben und sich mit dem Drachenlord auseinandergesetzt und dabei den Fokus viel stärker darauf gerichtet, dass die Hater, die Anti-Fans von Drachenlord eigentlich eine viel größere Schuld haben. Und Sascha Lobo geht so weit zu sagen, dass im Grunde genommen sich der Staat, die Justiz zum Mittäter gemacht hat, indem sie auf staatlicher Weise mitgemobbt haben. Denn eigentlich wäre die richtige Entscheidung in dem Fall gewesen, Freispruch wegen Notwehr. Wollen wir uns das mal näher betrachten? Die Reaktionen auf den Artikel gehen natürlich weit auseinander. Die einen sagen, oberflächlich recherchiert, das ist so der Standardvorwurf gegenüber Journalisten. Wenn einem der Inhalt oder insbesondere bei einem Meinungsstück nicht gefällt, dann wirft man nicht vor, dass man eine falsche Meinung hat, sondern dass man faul und schlampig gearbeitet und recherchiert hat. Andere sagen, man übersieht viel zu sehr, also Lobo in diesem Falle, dass Winkler ja natürlich eine ganz große eigene Schuld auch hat und provoziert habe und damit erst die Angriffe gegen ihn ermöglicht haben. Und andere wiederum stimmen natürlich zu, dass hier die Schuld viel größer ist bei dem intellektuell vielleicht teilweise sogar überlegenen, aber moralisch unterlegenen Mob, die sich ein Spiel daraus machen, die Persönlichkeitseigenschaften vom Drachenlord auszunutzen und ihn auf diese Weise immer wieder bloßzustellen. Ich würde gerne die juristische Seite der Angelegenheit ein wenig näher betrachten. Und zwar im Grunde genommen die Frage, ist hier eine Notwehrlage gegeben? Und ein wenig globaler betrachtet, warum wir uns immer schwer tun, juristische Entscheidungen mit dem Gerechtigkeitsempfinden in Einklang zu bringen. Wenn wir über einen Prozess berichten oder darüber hören in der Öffentlichkeit, dann ist man immer geneigt, einen moralischen Kompass anzusetzen und abzuwägen, wer ist hier eigentlich im Recht. Das geht bei einem einzelnen Angeklagten, der vom Staat angeklagt wird. Aber es geht viel besser, wenn man zwei verschiedene Seiten hat, Opfer oder Täter. Ein Opfer, was möglicherweise irgendeine Art von Mitschuld hat oder Vorverhalten hat, was berücksichtigt werden kann. Es geht vor allem aber, wenn man zwei verschiedene Arten von Tätern hat und man sich dann immer fragt, wieso sind denn die Hater nicht auf der Anklagebank? Und da muss man dann tatsächlich sagen, da sollte man den Artikel vollständig lesen, die Hater oder Heder waren zum großen Teil schon abgeurteilt und die Justiz kümmert sich auch um diese Fälle. Es ist also nicht so, dass man hier nur den Drachenlord alleine zur Verantwortung zieht. Aber ein Prozess ist halt meistens eine individuelle Angelegenheit, wo eine Tat nach der anderen abgeurteilt wird und nicht einfach ein ganzer Komplex. Man kann zwar mehrere Angeklagte in einem Prozess gemeinsam verhandeln, aber typischerweise eben nicht Opfer und Täter gleichzeitig. Also es kommt da nicht einfach ein Ergebnis raus im Sinne von, der ist der Böse und der ist der Gute, was man sich manchmal so wünschen würde, weil das in einer Dramaturgie viel besser funktionieren würde. Also die Justiz betrachtet den Fall individuell und betrachtet also hier eine gefährliche Körperverletzung durch Herrn Winkler. Dabei spielt durchaus eine Rolle, wie es zu der Situation kam. Das spielt für die Schuldfrage vor allem eine Rolle. Es spielt aber für die Rechtswidrigkeiten, die Rechtfertigung eine Rolle, ob eine Notwehrlage gegeben war. Und als ich zuerst den Artikel von Lobo gelesen habe, dachte ich mir, okay, das ist jetzt hier wieder so eine laienhafte Betrachtung, weil man natürlich dazu neigt, Notwehr extensiver auszulegen, als es das Gesetz vorsieht. 32 StGB Notwehr sieht vor, dass diejenige rechtswidrige Tat, ansonsten rechtswidrige Tat, gerechtfertigt wird, die durch die Abwehr eines gegenwärtigen Angriffes geboten ist. Also, was vorliegen muss, und daran scheitert es häufig, ist die Gegenwärtigkeit eines Angriffes. Der Angriff muss also fortdauern und die Notwehr muss dazu dienen, um diesen Angriff zu beenden. Was also nicht ausreicht, ist, ich wurde angegriffen und habe deswegen nachher aus Rache oder um jemandem einen Denkzettel zu erteilen, einen Angriff verübt. Das ist keine Notwehr. Man kann darüber nachdenken, ob das ein Notwehrexzess ist, der dann vielleicht entschuldigend wirkt. In der Situation bei Herrn Winkler war es so, dass der Tat voranging, dass die späteren Geschädigten der Tat
provoziert haben. Sie sind auf das Grundstück gegangen oder nah ran. Und was jetzt hier denkbar wäre, ist eine Notwehrlage allein aus dem Umstand abzuleiten, dass... Jetzt wird es gerade ein bisschen laut. Also ich habe zwar ein Headset dabei, aber das hilft vielleicht alleine auch nicht. Eine Notwehrlage dadurch anzunehmen, dass ein Hausfriedensbruch begangen wird. Also, dass sich Leute rechtswidrig auf seinem Grundstück aufhalten. Ob das hier in dem Fall so war oder nicht, konnte ich dem Artikel von Lars Wienand nicht entnehmen. Das wäre aber denkbar. Aber dann ist die nächste Fragestellung, war denn dann der Angriff, Faustschlag oder Körperverletzung geboten, um diesen Angriff abzuwehren? War das die erforderliche, das mildeste zur Verfügung stehende wirksame Mittel? Das könnte man durchaus näher betrachten. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch hier die Staatsanwaltschaft, weil das so naheliegend ist, zum Ergebnis gekommen ist, nein, Notwehr lag nicht vor. Man käme allenfalls zu einem Ergebnis zugunsten von Winkler, wenn man dann annehmen würde, dass man eine Gesamtlage hat. Und das ist nicht so abwegig. Das gab es bei klassischen Tyrannenmordfällen, wenn man also sagt, eine Frau typischerweise, manchmal gemeinsam mit einer Tochter, wehrt sich gegenüber dem gewalttätigen Tyrannen. Da scheitert allerdings die Notwehr in der Regel daran, weil man sagt, der Mord mit der Bratpfanne war nicht erforderlich, weil man hätte sich ja auch an den Staat wenden können. Und da ist der Staat natürlich schnell dabei zu sagen, wir sind doch immer da und versagen nicht und sind in der Lage, die Situation aufzuklären. Dass das vielleicht in vielen Fällen nicht so besonders gut funktioniert, steht dabei auf einem anderen Blatt, aber so geht die Justiz mit diesen Fällen um. Was allerdings dann schon in Betracht kommen kann, ist ein Notstand oder ein entschuldigender Notstand, 34, 35, was dann wiederum lediglich auf Strafmaß sich auswirkt. Ich habe das Urteil nicht im Volltext gelesen, noch nicht. Schau es mir gerne an, wenn es mir zur Verfügung gestellt werden würde. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Umstände natürlich im Rahmen des Strafmaßes berücksichtigt wurden. Also es kann ein Milderungsgrund sein, wenn man selbst auch Geschädigte einer Straftat war. Ob das ausreichend geschehen ist oder nicht, kann man schwer beurteilen, ohne die einzelnen Aspekte des Prozesses und die Beweise zu würdigen. Eine Notwehr anzunehmen, weil jemand in eine unangenehme Situation gebracht wird, bedeutet allerdings auf der anderen Seite natürlich auch, dass man einen Freifahrtschein ausstellt. Dass man sagt, derjenige, der also von Hatern, von Mobbern angegriffen wird, darf dann also ungestraft andere Straftaten begehen und andere Menschen angreifen, jedenfalls diejenigen angreifen, die ihn zuvor angegriffen haben. Und da ist die Rechtsordnung, wie man sich vorstellen kann, sehr zurückhaltend und das finde ich auch gut und richtig so, dass wir nicht einfach sagen, jeder darf, nur weil er provoziert worden ist, deswegen eine Straftat begehen. Insofern, das mag jetzt na, wieder formal juristisch klingen, Herr Lobo, ich sage, nee, Notwehr war jetzt hier wahrscheinlich nicht gegeben, aber die Berücksichtigung der Umstände, die ist auf jeden Fall geboten und der Vorwurf, dass der Staat sich jetzt hier zum Mittäter macht, den kann man durchaus auch vorbringen und in Frage stellen. Dazu sollte man aber wirklich genauer analysiert haben, wie die Strafzumessung erfolgt ist und was ansonsten rausgekommen wäre. Denn 2 Jahre ohne Bewährung mag zwar zunächst einmal ein hartes Urteil sein, bei einer Vielzahl von Straftaten und einer noch offenen Bewährung kann es durchaus sein, dass nur durch eine 49er, also durch eine Milderung, es überhaupt zu diesem Strafmaß kam und ansonsten vielleicht eher 4 oder 5 Jahre rausgekommen worden wären. Was wir natürlich auch wissen, ist, dass die Staatsanwaltschaft mittlerweile Berufung eingelegt hat. Insofern wird sich ein Landgericht nochmal komplett mit dem Sachverhalt und allen Zeugen und der Beweisaufnahme befassen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis dann.